Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Und heute der allererste Solo Cash Cup. Und ihr wisst ja, ab jetzt gibt es immer zwei Stages. Einmal Opens für alle Champion Division und dann einmal das große Finale. Heute die Top 100, die hier um das großartige Preisgeld spielen. Das Punktesystem ist aufgebaut wie folgt. 30 Punkte gibt es für den Sieg, 2 Punkte gibt es pro Eliminierung. Das Preisgeld sieht aus wie folgt, und zwar 1.000 Dollar für den ersten, zweiter Platz nimmt 900. Das Ganze runtergestuft immer in 100er Schritten. Top 55 nimmt immer noch 200 Dollar mit. Das ist sehr, sehr geil. Wenn ihr da draußen auch Geld gewinnen wollt, und zwar kostenlos, einfach von mir, so, ihr müsst dafür nichts machen, gerne halt natürlich den Creator-Code AMA eintragen, um das Ganze zu supporten. Und ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß mit den Highlights. Und würde ich sagen, wir gehen rein. Okay, Hydro will nicht fighten. Was geht hier unten? Sithil? Wollen wir gar nicht schauen. Wer ist das? No Rayleigh! Wir gehen rein. Ja, okay. Ich gehe rüber zu Noah Chat, weil ich der Viewing Party Boss bin. Und er macht direkt den allerersten Big Big Bubu Baba mäßigen Kill. Hand mit dem Bild. Boah, was? Top 30, Top 25 und so weiter und so fort. Was? Oh, okay, das ist krass. Mein Pferd! Juhu! Spike, er gewinnt das. Boah, was? Das ist die SMG-Power-Chat. Eins in den Chat für V-Power, SMG-Power. Keine Mats. Ja, und hinter ihm ist der Gegner und zack, tot. Was? Swift die Shit on! Die Karriere kann jetzt beginnen. Ja. Was? Der Baum! Der Baum! Was? Nein, nein. Er hat die Metz, er hat die Metz. Er ist komplett drin. Er braucht die Minis, er braucht die Minis. Nicht reingehen, nicht reingehen. Nicht reingehen, das Quatsch, pop Minis. Klimo so sauer. Top 3. Schere kann jetzt schaden. Schade. Schere zu Ende. Einmal bitte Standing Ovations. Hö, wer ist das denn? Okay, wenn der nicht cheatet, ne? Können wir mal bitte ganz kurz festhalten, wie krass Reason bitte war? Können wir mal. Hä? Ah, das ist lächerlich. Der cheatet, der cheatet. Tieni mit 10 Kills. Okay, Epic Games, bitte einmal dafür sorgen, dass er. Zack, 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 zack. Ich nehme ihn. Ich nehme ihn auch. Ich pack da nochmal 20 Subs auf ihn. Nochmal 20 Subs auf ihn. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag. Einmal die Top 10 predicten. Wenn ihr es schafft, habt ihr den großen. Und ihr kriegt 200 Dollar. Jetzt so an, Digga. Meint ihr halt an? Ich glaube wirklich, dass er cheatet, aber war ein schlauer. Das hat ich, glaube ich, auch. Es war ein schlauer Play. Retalk. So lange haben wir. Oh. Ja. Ja, okay. Ah, Mann. Du kennst ihn halt nicht, Mann. Ich gönn einfach nicht, oder? Sei ehrlich. Ja, du bist halt nichts geil. Guck mal, du kriegst 500.000 Subs gegiftet und mir lässt du nicht den Tini. Nimm Tini. Okay, doch nicht. Was? 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 Ich hab ihn genommen. Das ist meine. Top 7 immer noch. Einer ist in der Zone, man hört das am Christian Dior. Das ist DKS. Jetzt kommt die Rache auf DKS. Nevermind, erstmal die Rache auf Despacitos. Vielleicht ist er dauerhaft lucky. Man sieht auch, dass er, wie er sich dreht, so weißt du. Ah, das ist die Rache auf DKS. Das ist die Rache auf. Ah! Was schaue ich mir an, Digga? Wer ist der letzte? Paco. Na, Jabko. Er hat jetzt schon gewonnen. 10k win, 12k win, back to back. Okay, das war's. Epic Games, kriegt euren Scheiß zusammen. Ihr könnt nicht in einem Final von einem Duo Cash Cup, von dem allerersten Duo Cash Cup, direkt so einen drinnen lassen im Finale. 10 Kill Win, 12 Kill Win, er ist der beste Spieler der Welt. Der Typ hat 1,5k PA und 600 Earnings. Das kannst du mir nicht erzählen, dass er gegen Kami, gegen DKS, Noah Rayleigh, Reason, Mr. Savage, Vortex und wie sie alle heißen, Hen und so weiter, dass er die einfach komplett alle klappt auf ganz entspannt. Also wenn der legit ist, Chat, also Real Talk, dann mache ich ja ein eigenes Video für ihn. Wenn der legit ist und der 100% legit ist, der nicht gebannt wird und keine Ahnung, dann ist er einfach der beste neue Spieler. Ja, wahrscheinlich, Digga. Tini, Chat. Tini mit 53 Punkten. Er macht den Buger. Zum zweiten Platz. Beide Runden hat er gespielt, beide Runden hat er gewonnen. Einmal mit 12, einmal mit 10 Kills. Das ist natürlich ganz entspannt. Der nimmt das nicht ernst. Der macht da nicht ernst. Nee, ich glaube auch noch nicht. Also wenn der ernst machen würde, dann würde er, glaube ich, mit 150 Punkten führen. 20 Bomb. Nächste Runde 20 Bomb. Das war's mit den Amar-Vorhersagen. Ja. Chat, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Amar-Predictions. Gucken wir mal kurz hier rein. Bei Insta, zack.
Was habe ich denn da schönes predicted? Ach, Hen auf der 1. Oh, da war. Also, meine Predictions waren ja schon wieder auch on point, ne? Wir gucken weiter. Wen haben wir noch mit dabei? Mappi auf der 3, Jabko auf der 4, Kiandro auf der 5, Shade auf der 6. So, Reason auf der 7, Chat. Shady auf der 8, Swifty auf der 9, Sangild. Ich habe den unter die Top 10 geschätzt. Und Sangild ist sogar unter den Top 10. Hijo macht auch ein nices Pop-Off unter den Top 11. Aber gut, ey, wie willst du denn überhaupt Punkte holen, wenn du da jemanden hast wie Tini? Und ich rechne. Guck mal, Jungs. Platz 100 bis 30 hat so viele Punkte zusammen wie der erste Platz. Der cheatet nicht. Oh mein Gott. Hey, guck mal, Pardo. Digga, Pardosei kann einfach dafür sorgen, dass das vorbei ist. Aber, Digga, der hat schon 3 Kills! Ey, dieser Drugs cheatet, ne? Bruder, wenn er den jetzt wiederholt. Er geht einfach rein! Den juckt das aber auch nicht. Das ist das Krasse. Ja, das ist legit, aber. Post ihn jetzt bitte. Sorry nicht. Best Urio. Er Floki, ja. Krank. Und das ist auch noch Floki! Deswegen habe ich dir auch die 10 Skizzi-Zapfen rausgekommen, weißt du? Weil ich gewusst habe, dass einfach Floki hat keine Chance. Er will das vielleicht so ein bisschen unobvious machen, damit er auf jeden Fall Dings bekommt. No Rally! Legende auf den Streets, Noah! Legende auf den Scheiß-Streets! Herr Noah ist komplett krass gerade. Bitte frag den nicht. Oh mein Gott, deswegen! Deswegen, weil er einen Refresh braucht und jetzt geht er wieder hoch. Jetzt geht er einfach wieder hoch. 600 Plätze. Das wäre so krass. Junge, Tini, du Legende. Wir gucken uns gleich die POV von Reason nochmal an, Chat, in der Wiederholung. Ja! Hä? Warren? Nicht. Slide ohne Tisch, 150? Es ist nein. Ich kann das nicht fassen gerade. Ich kann das nicht fassen gerade, Half-Dump. Der ist zur Hälfte dumm. Yeah, jetzt gewinnt er. Jumphead. Jumphead auch noch giftet, nice. Braucht er nicht. Und wie ich Tini kenne, verliert er sowas nicht. Guck mal. Wie ich Tini kenne, verliert er sowas Mord. Nicht. Halt's Maul. Das hast du nie gegeben. Wenn er die Runde gewinnt. Oh mein Gott. Was? Nein, Tini. Das war ein 20er Hit. Hä? Stell dir vor. Er hat gewonnen. Nein. Er hat gewonnen. Geh zurück zu dem Pump. Der war full drauf. 20 Damage. Nein. Clever Edit getaggt. 25er. Full drauf. Das war ein 130er in meiner Opinion. Ja, er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Die 3 Wins. Chat. Ich gehe mal einmal ganz kurz auf. Tini hat im Discord anscheinend gepostet am 11.01.21. Das ist vor genau einem Jahr. This is my config if you want it. Aimbot. Enable aimbot. Toggle key. Turn on aimbot. Turn off. Okay. Visibility check. Activating aimbot only when player is visible. Might not be 100% accurate because of being external. Das ist fake? Aber da muss halt auch dann Epic einschreiten. Weil Epic muss dann auch irgendwie. Die können doch nicht einfach. Die müssen das doch irgendwie detecten können, oder nicht? Jerky trollt immer. Okay. Ja, okay, ich wollte nur gucken. Digga, 3 Runden sind gespielt und wir haben jetzt schon eine neue Legende. Falls alles legit ist, Chat. 83 Punkte Abstand zum zweiten Platz. Chat, ihr müsst euch das mal. Okay, viele realisieren das nicht in Zahlen, ja? 83 Punkte Abstand sind fast 3 Siege mit 0 Kills. Tidis AFK. Der muss, glaube ich, gerade klären, ob er bei mir einen Call kann. Ich hab ihn schon gefragt, ob ob er zu den Call kommt, weißt du? Ja. Ja, er sagt, er wird selber streamen und jetzt streamt er bei einem Veloxity. Es ist Tay ist der beste Freund. Veloxity, oder wie der ist. Das ist ja nicht sein Stream direkt. Und außerdem ist halt nur ein Screenshare. Ja, und er ist halt im Call mit ihm. Der Chien ist bei mir mal. Bin ich, glaube ich, auf No Ready Customs gewonnen. So. Der ist Controller, was? Ja, wir sagen ja die ganze Zeit, der muss ja Controller-Spieler sein. Erinnert mich ein bisschen an die Drumgun-Meta, stimmt, als Issa alle Hops genommen hat. True. Ja, aber das ist ein Unterschied. Er macht in Stack-Solos, was noch nie jemand anders gemacht hat. Das hat, glaube ich, echt noch nie gemacht. Wer hat bitte fast 3 Wins in a row geholt mit über, also mit 10 Kills? Nein, er hat 3 Wins geholt. Hast du den Pump nicht gesehen? Ja, ich weiß, aber so. Ich tweet jetzt den Pump. Und das war auch so gesehen jedes Mal Dings, 10 Kills. Weil das war eigentlich 10 Kills gerade. Wer hat das bitte schon jemals gemacht? Ich glaube nicht. Warte ab, keine Sorge, ich sorg dafür. Die 10 Subs nehme ich mir mit. Da kommt auch eine kurze Sprachnachricht rüber an unseren Epic Games Mitarbeiter Luke. Nice, 1v1. Warte mal. Ey, warte mal. Hijo ist damit erster Europas, wenn Dings gewandt wird. Hä, das wäre. Muss man bitte Sound visualisieren anmachen. Was ist das denn? Er schaut komplett in die Zone rein. Einfach Sprain. Hat er. Achtet auch nicht, er geht in den Storm. Nein, Hijo! Oh mein Gott.
Digga, aber wie viele Mets hat Fury? Hydro, wie sauer bist du? Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, wie viele Mets Fury hat die. 300 Mets. Deswegen ist die nicht gut. 60 HP. Ja, das war clean gespielt von ihm. Ja, ja, nee, kann man machen. Also, ja, dickes GG. Hä, wo ist denn jetzt dieses Foto, Digga? Jemand hat mir doch eine DM geschickt. Aber ich weiß gar nicht, kann man das faken? Weil da steht sogar Edit Profile. Weil hier, guck mal, also ich hatte auch erstmal gedacht, okay, er zeigt jetzt erstmal nur den Twitter von ihm. Aber da steht ja dieses Edit Profile sogar. Aber er hatte doch genau 506 Follower nach dem ersten Win. Du kannst dir selbst doch keine DM schreiben. Oh mein Gott, Kylie. Einfach Five hat der Junge. Tini am 10. Nee, am 21.10.21. Sammy, sehr da ma se Skripte na Sveto. Day Script? Jeng. Warte mal. Day, Jenks, Joey, KBM, Kiko, Meadow, Nike Pack, okay. Was ist das denn? Aber das kann halt auch hart gefaked sein. Das ist sehr leicht zu faken, Chat. Aber sowas ist geil. Was für Day Script? Scripts and Cheats, okay. Und hier noch irgendein Video von Carl Lost. He got his first earnings right after he got scripts from me. Ich glaube, dieses from me ist fake. Dass jetzt einfach jeder leakt, nur weil er mal Pop-Off. Zuerst mal verkaufen sie es, tun sie es so krank und dann leaken sie. Ey, warte mal. Das heißt, Chat, ganz kurz, ne, so oder so, ihr dürft, also, selbst wenn ihr mal mit dem Gedanken spielt, solche Skripts zu kaufen, stellt euch mal vor, ihr Pop-Off und dann jeder verkauft euch einfach. Einfach nur ein bisschen Cloud. Das halt dann bitte nicht dumm. Weiß ich nicht, Chat. Weiß ich nicht. Digga, das ist aber echt krass. Also, wenn man verkauft plus dann einfach hardcore geleakt wird. Von den Leuten, bei denen man gekauft hat. Aber für mich ist er immer noch legit. Vardial, was sagst du? Ist mir eigentlich egal, ob der legit oder nicht. Ist eine coole Socke. ich sage, er ist komplett legit und darf nicht gespannt werden. Ich sage auch, er ist legit. Bis jetzt sage ich, er ist legit. Ich gehe jetzt rein in die nächste Runde. Der Beste. Und er ist in der Box. Genau das! Reason A, my duo. Oh nein. Hä, er ist der Beste geworden! Ja, okay. Okay. Oder ein geiles Essen, eines von beiden. Oh mein Gott! Genau. Oh, weil ich war noch neben Casino tatsächlich. Und er macht wieder Kills. Fury macht wieder Kills! Und Muffy down! Nein, Reason Day! Bitte nicht! Genau, geh auf Lusha. Geh auf Lusha. Reason! Du bist der Beste! Ja. Und Reason gewinnt. Oh mein Gott! Aber Reese hat nochmal krank Damage gemacht. Das ist mein Sohn, Chat! Der ist vielleicht adoptiert, aber er hat gewonnen! 8 Kills, Win! Damit müsste er unter den Top 3 sein. Das ist Envy Fish. Was? Ah, ja, Reason, ey. Und da ist die SMG. Die SMG. Yabi! Yip. Was ist es? Nein, er choked. Doch nicht, niemals choked da! Riesen Motherfucking ey! 15. Digga, diese Jumps, die er gemacht hat. Er muss unter sich eine Cone backen. Bitte. Er wird runterabonniert. Nein, du bist runterabonniert. Top 13 Situation. Riesenstadt fuck up. Beschitten. Riesenstadt fuck up. Nice. Oh mein Gott. Nein. Laser. Dead. Oh Gott. Hydro ist noch alive. Ja. Ist der Beste. In die DMs geslidet. Nein, das kann nicht sein. Jo, mach nicht auf, alles gut, du hast ihn nur gecrackt, ey. Schade. Ja, Hydro, super, frappt die Minis, super, ey. Das passiert uns mit dem Edit-Kurs. Das passiert uns gewinnt aus. Nee, er macht auf Wannabe, jetzt hat er keine Mess mehr. Oh, jetzt wird er gefickt. Zu. Er ist der Beste. Nein, Choke Despacitos! Und Nova the Master mit einem 3-Kill-Win. 36 Punkte, ey! Das Ding ist Glitch wahrscheinlich. Okay, wir gehen in die Standings. Ja, Paper weiß ich jetzt nicht. Ich hab kein Paper, ist gesperrt. Ja. Tini hat nach den ersten drei Runden schon gewonnen gehabt. Dickes GG natürlich dann auch an dieser Stelle. Die letzten drei Runden gar nichts gemacht einfach. Ich weiß nicht, woran das liegen mag. Kann natürlich sus sein, deswegen Aqua, ne? Gucken wir mal, ob der noch gebannt wird oder auch nicht. Aber wenn er kein Cheater ist, dann habe ich gesagt, mache ich ein Video komplett über ihn. Dann ist er der krasseste, den wir jemals gesehen haben. Die letzten drei Runden sehen aber nicht so aus, als wäre er krass. Reason Anon, damit der zweite Platz, vielleicht sogar der erste Platz. Reason, dickes, fettes GG, du bist mein Pferd gewesen. Wichtig. Du bist der Beste. Guck dir deine Wiederholung nochmal an. Erste Runde super gespielt, vorletzte und letzte Runde auch nochmal, genauso wie die dritte Runde. Sehr, sehr nice. Fury dann auf der 3. Hydro, meiner Meinung nach, den größten Pop-Off gehabt, komplett konstant gespielt, wie Konstanze. Fünfte Runde war nicht so gut, alle anderen sehr. Ja, aber ey. 1,2 Average Kill. Ist egal. Guck mal, wo er steht.
Er steht über Kami, ja. Mr. Savage, über Hooker, über alle. So. Season war damit gemeint, nicht, dass er schlecht ist. Ihr habt gesagt, er ist schlecht, ich sage, er ist gut. DKS auf der 5, Kami der auf der 6, Despacitos auf der 7, Hooker und 13, beide auch unter den Top 10. Dickes, fettes GG auch an die beiden Boys. Das haben die beide super gemacht. Shade auf der 10 und dann gucken wir mal durch. Naps auf der 13, okay, können wir uns merken. Lucia 17, Scram 20, Gitsumi 25, Candy 27, Clément 26, Cheaten und Jason auf der 29 und 30, Vortex auch im Preisgeld, Noah Rayleigh auch im Preisgeld, genauso wie Simix und Quinten auch drinne, Ayabafo drinne und das ist der Letzte, der drinne ist. Alle anderen Chat, so wie unter anderem Hype. Der Cheater auf der 70. Flukito, ganz großes Upset. Also, Aqua, ich weiß nicht, was du dir dabei gesagt hast. Alter, Mr. Savage. Guckt euch Mr. Savage an. 77. Platz. Hen, auch 84. Und Amarcom Call, 99. Chat. Und damit auch nicht letzter Platz. Das ist schon mal das Wichtigste.